Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier tatsächlich in der vierten Mission unterwegs und mussten 10.000 Ressourcen für den Mars sammeln. Jetzt ist in der Zwischenzeit Folgendes passiert. Ich habe das Spiel einfach nochmal, ja, für diese halbe Stunde, die die da angegeben haben, laufen lassen. Und habe, wie ihr seht, nicht genug Ressourcen sammeln können. Das heißt, ich werde jetzt tatsächlich leider noch einmal diesen Cheat nutzen müssen. Ich weiß nicht, wie oft, aber ich mach's ja schon. Wir werden angegriffen. Das ist mir jetzt egal. Ich mache es aber jetzt auch schon für die nutzlosesten Ressourcen. Freunde, damit wir hier mit der Mission weiterkommen. Ich habe es nochmal versucht, auch mit dem Neustart. Selbst da habe ich es nicht geschafft. Ja. Es tut mir leid, wenn ihr das jetzt seht. Genau, Freunde. Das sollte fast reichen, denke ich. So, und wir haben die Ressourcen zusammengetragen, die von den Kolonisten benötigt werden. Verwenden Sie den Bildschirm als ja, genau. Tribute, um Material zur Kolonie zu schicken. Die Ressourcen werden in Kohlenstoffraffinerien verarbeitet. Deshalb kommt es nicht darauf an, was verschickt wird, sondern lediglich auf die Menge. Ja, Freunde, da wir uns jetzt hier quasi die Ressourcen, ja, was soll ich sagen, entschieden haben. Ja, müssen wir die Marine da hinschicken. So, okay, und schick's hoch da, los. Die Kolonisten haben so, mein Gott. Und beginnen jetzt die letzte Bauphase der so, letzte Bauphase, weil es ist immer kaputt gegangen. Aber gut, Freunde. Hat auf dem Planeten Mars Fuß gefasst. Unsere Kolonisten sind für ihre unermüdlichen Anstrengungen und ihre bewiesene Tapferkeit an dieser neuen Grenze zu loben. Schon bald werden sich mächtige Fabriken über die rote Landschaft erheben, die unsere Nation und unser Volk im Überfluss mit Ressourcen versorgen. Die Föderation hat einige recht turbulente Ereignisse überstanden. Jetzt aber, wo wir uns als eine internationale, ja sogar eine interplanetarische Macht erwiesen haben, können wir uns auf Zeiten des Wohlstandes freuen und auf Gelegenheiten, die ebenso grenzenlos sind wie der Weltraum selbst. Ganz genau, Freunde. Und ich finde das ja immer so geil, dass sich die zwei Musiken da immer vermischen. Wir werden angegriffen. Aber gut, Freunde. Wir haben die Mission geschafft. Warum geht das hier noch weiter? Aha, ich wollte schon sagen, sie haben gesiegt. So, da können wir doch einfach mal gucken. Ach, guck mal, hier ist sogar jemand reingekommen. Ja, das ist interessant. Wo kam denn... Ja, schaut euch das an, Freunde. Das ist wirklich viel, was die hier hatten. Und ich meine, ja, das ist... Sie hatten auch immer einen Trigger und so. Nochmal von vorne. Also, ich habe es nochmal versucht mit einem Missionsneustart. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich einen Kommentar gelesen, dass meine Laufwege von den Bürgern so weit waren. Okay, kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Aber dass der Gegner jede 2 Minuten angeschissen kam... Das hat mich ja auch aus dem Konzept gebracht. Deswegen habe ich ja hier diese Mauer gezogen. Ich weiß, schaut euch das mal an. Ja? Und, naja. Jetzt hatten wir sie zwar am Ende relativ erfolgreich draußen gehalten, aber... Naja, ihr seht, was die hier noch alles hatten. Das ist schon unnormal krass gewesen. Und... Ja, das ist im Prinzip jetzt die Geschichte und deswegen habe ich mir einfach gesagt, nutze einfach ein ausnahmsweise mal einen Cheat. Ich meine, ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht böse. Und ja, wie gesagt, es geht dann jetzt im Prinzip weiter mit dem Spiel. Wir haben uns auf dem Mars gefestigt und gehen jetzt in die nächste Mission rein. Genau, Freunde. Und ja, bin ich mal gespannt. Was uns da jetzt noch erwartet hier. Na komm. So. Geisterschiff-Revolte. Was ist das denn? Okay.
Hört sich interessant. Seit der Gründung der ersten Marskolonien sind mittlerweile fast 250 Jahre vergangen und diese tapferen Pioniere und Arbeiter haben große Fortschritte dabei erzielt, diese neue Welt zu ihrer Heimat werden zu lassen. Die am besten zur Besiedlung geeigneten Gebiete in der Nähe der Polarkappen sind mittlerweile gut erschlossen. Dort befinden sich voll funktionsfähige Ortschaften und Städte, jede mit einer stabilen Wirtschaft und einer Verwaltungsbehörde, die durch verschiedene Regierungen auf der Erde unterstützt werden. Diese Kolonien, Xing Tong King, gegründet durch die Republik Japan, Ho Xing Cheng, gegründet durch die Regierung der VFAR, Baker's Ridge, gegründet durch das Konglomerat USA-Kanada, Port Tschernobyl, gegründet durch die Union der Europäischen Nationen, sowie weitere fünf kleinere Bergbaugemeinden haben ihren jeweiligen Regierungen auf der Erde einige Kopfschmerzen bereitet, da die Entfernung zwischen Erde und Mars ein entschlossenes Vorgehen bei der Beilegung territorialer Streitigkeiten behindert. Die von der Regierung ernannten Beamten lassen sich zu leicht von den Bergbaugesellschaften und finanziellen Interessengruppen mit Holdings auf dem Mars bestechen und beeinflussen. Allerdings ist in Reaktion auf verschiedene von der Regierung der Erde jüngst verhängte neue Richtlinien und Verfügungen bei der Bevölkerung ein erstes Grollen der Unzufriedenheit zu hören. Zu diesen Richtlinien und Verfügungen gehören unter anderem das geplante Howard-Johnson-Rückgewinnungsprojekt, das die Arbeiter und Bergleute auf dem Mars im Prinzip dazu zwingen würde, ihre jetzigen Wohnorte aufzugeben, da diese durch Erholungsorte für reiche und prominente Mitbürger ersetzt werden sollen, und das VFAR-Gesetz über Verträge und Holdings, das zu weniger staatlicher Kontrolle über die Bergbaugesellschaften und in der Folge zu niedrigeren Löhnen und Sozialleistungen bei gestiegenen Arbeitslasten und Lebensmittelkosten geführt hat. Diese unerhörten Maßnahmen führten zusammen mit der Tatsache, dass kein Marsianer in einem Regierungsamt diente bzw. in ein solches gewählt wurde, zu Protestversammlungen und Protestmärschen gegen diese unfaire Behandlung. Wie Sie sicherlich wissen, jährt sich in diesem Monat die Protestversammlung in Baker's Ridge zum 10. Mal. Damals wurde sie gewaltsam beendet, als die Regierung Polizei und Militär einsetzte, um die Proteste niederzuschlagen und die Arbeiter an ihre Arbeitsplätze zurückzuzwingen. Hunderte von Marsianern wurden verwundet oder getötet und die Einwohnerzahl der Koloniestädte ging seitdem stetig zurück, da wütende Arbeiter Ausrüstungsgegenstände und Materialien stahlen, um in den Randbezirken der erdgeformten Gebiete in den erschlossenen Territorien Barackensiedlungen zu errichten. Diese Widerstandsnester der Unzufriedenheit haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten in den neuen erschlossenen Territorien vergrößert und die Proteste sind mittlerweile in Anschläge und gut koordinierte paramilitärische Aktionen gegen die unfaire Behandlung durch die Regierungsgremien der Erde eskaliert. An die Spitze dieser Rebellion ist jetzt ein Führer getreten. Kan Sun-do, ein Nachfahre des großen Helden Hu Kwan-do, hat damit begonnen, den Arbeitern nicht nur ein Solidaritätsgefühl, sondern auch ein Nationalitätsgefühl zu vermitteln. Die Arbeiter verstehen sich jetzt nicht länger als verpflanzte Erdlinge, sondern als ein Volk, das auf dem Mars geboren und auf seinem Boden aufgewachsen ist. Dies hat sich nun zur treibenden Kraft in dem Unabhängigkeitskrieg entwickelt, als den die Arbeiter die Auseinandersetzungen mittlerweile ansehen. Können wir es uns hier auf der Erde wirklich leisten, diese weit entfernten Ereignisse zu ignorieren? Wer weiß, wie lange es dauert, bis aus diesem Unabhängigkeitskrieg ein Überlebenskampf wird? Wer weiß, wie lange es dauert, bis diese Unzufriedenen gegen die Verursacher ihrer Unterdrückung losziehen, wenn sie sich erst einmal gegenüber den Kolonialregierungen durchgesetzt haben? Wer weiß, wie lange es dauert, bis die Erde von Marsianern erobert wird? Ja, hei, 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 wat ne Story. Das ist ganz schön viel gewesen gerade. Aber jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Im Prinzip ist auf dem Mars jetzt auch ein Krieg entstanden durch die verschiedenen Regierungen der Erde, die da die Marsianer, so nennen sie es hier, unzumutbare Arbeitsbedingungen und weiteres aufdrücken. Ich meine, das kenne ich ja auch ein bisschen hier in Deutschland. So Inflation und so, weniger Arbeitskraft, aber
Geld ist weniger wert und so, aber gut, anderes Thema. Und genau, da formiert sich jetzt gerade neuer Widerstand auf dem Mars gegen die Regierung der Erde und gucken wir mal, was wir hier tun müssen. Um die Kontrolle über die Mars-Siedlungen zu gewinnen und ihre Unabhängigkeit zu behaupten, müssen sie sich zur Demonstration ihrer Stärke an mehreren großen Kämpfen, oh Gott, beteiligen und so die Stadtkolonien auf dem Mars dazu bringen, sich ihnen im Kampf um die völlige Freiheit von der Erde anzuschließen. Ah ja, wir sind jetzt also tatsächlich auf der Seite der Marsianer. Ihr habt es auch gesehen, Jahre im Jahr 2245, meine Güte. Beginnen Sie mit einer begrenzten Anzahl von Truppen und sichern Sie sich eine Operationsbasis, indem Sie einen bestehenden Mars-Außenposten erobern oder zum Umsturz anstacheln. Fangen Sie dann damit an, Ressourcen zu sammeln, um eine Armee aufzubauen und mit ihr die drei restlichen VFAR-Kolonien einzunehmen. Und diese entweder durch diplomatisches Geschick oder durch militärische Siege in, in den Unabhängigkeitskrieg hineinzuziehen. Okay. Erforschen und bauen Sie eine neue Militäreinheit, das Cyborg-Bergbaufahrzeug. Aha. Ist ein billiger und schneller Mini-Panzer bzw. Jeep mit einer vernichtenden Durchschlagskraft beim Einsatz gegen Infanterietruppen. Okay, wir kriegen hier sogar eine neue Einheit dazu. Das ist ja jetzt mal mega interessant. Enthüllen Sie das Geheimnis um die neue Geheimwaffe, die von den erdgesteuerten Truppen entwickelt wird, und stehlen Sie diese Waffe für Ihre eigenen Zwecke. Kan Sundo und Xinhua müssen überleben. Meine Güte, schau dich das mal an, wie das hier auf dem Mars aussieht. 1, 2, 3, 4 Basen. Krass. Okay, Freunde, dann geht's mal ab auf den Mars. Gucken wir uns gleich mal die Cutscene an hier. Ja, der Ladescreen ist jetzt halt ein bisschen länger, aber das liegt ja an der Neo-EE-Version. Gut, Freunde, Cutscene. Satellit LX-1-792 in geosynchroner Umlaufbahn 5500 Kilometer über dem Mond Elysium Theta Quadrant, Sektor 32, 17. Februar, 3.19 Uhr, 22.45. Statusmeldung Sektor 32, nicht identifiziertes Raumschiff entdeckt, Klasse unbekannt, Tonnage unbekannt. Möglicher Schiffstyp, Schlachtkreuzer. Mögliche Klassifizierung, unbekannt. Mögliche Zugehörigkeit, unbekannt. Star Wars lässt grüßen, wa? Das sieht schon geil aus gerade. Nicht schlecht. Status Sektor 32. Nicht identifiziertes Schiff hält jetzt Kurs auf 45,67, Markierung 98,721. Gewaltige Energiewelle entdeckt. Analyse, Waffensysteme aktiv. Warnung. Waffen des nicht identifizierten Schiffs feuern. Upsala, das war's dann mit dem Satelliten. Wer war das? Und während die Korporatisten in der Atmosphäre oben mit dem Krieg beschäftigt sind oder so, ist auf der Oberfläche des Mars eine ganz andere Art Krieg für die meisten Bewohner und Arbeiter des roten Planeten zum Alltag geworden. Ey, guck mal, Lichtschwert! Geil. Dieser Mann ist Kan Sundo, letzter Spross der einst großen Quando-Dynastie, eines Volkes, das die VFA-Nation auf der Erde groß machte und hier auf dem Mars niedersetzte oder so. Aber immer wieder verwendet sich das Geschick und in den letzten 200 Jahren war das Glück der Dynastie der Quando-Familie immer weniger hold. Jetzt ist Kan Sundo kaum mehr als ein flüchtiger Verbrecher, der um sein Geburtsrecht kämpft und seine Familie erneut zur Größe führen will. Der vor ihm liegende Weg ist jedoch mehr als schwierig und eher tödlich als erfolgreich. Ein falscher Schritt und die Dynastie der Quando verschwindet für immer aus der Menschheitsgeschichte. Meine Güte, was eine Dramatik hier.
So, Freunde. Bringen Sie Kan Sun-do an die Stelle, an dem er sich mit seinen Gefolgsleuten und seinem Spionageleiter Xinhua treffen soll. Ja, der hat doch mal einiges an Power hier mit dem Lichtschwert. Star Wars und so. Ich glaube, da sind gewisse Ähnlichkeiten vorhanden, ja. Okay. Kan Sun-do wurde von seinen Gefolgsleuten getrennt. Bringen Sie ihn, den Rebellenführer, zu einem Geheimtreffen, um dort Pläne zu besprechen, die zu einer Revolution führen können. Wenn Sie die alte Bergbaustrecke benutzen, könnten Sie damit Begegnungen mit Feinden vermeiden. Also immer schön auf dem Weg bleiben. Ah, ein verlassenes Fahrzeug. Von einer Bergbaueinheit der VFIR. Ich könnte die Feuerkraft auf meiner Fahrt zum Treffen mit Xinhua und dem Rest brauchen. Ja, dann geh doch da rein. Okay. Indem sie die gestohlene Bergbaueinheit in Sicherheit bringen, wird die Technologie für deren Herstellung verfügbar. Ein sicherer Hafen könnte zum Beispiel ein erobertes Stadtzentrum oder Kapitol sein. Verbesserte Bergbaueinheit. Guckt euch das mal an. Wir haben hier so ein... Boah, das Ding ist aber schnell hier. Wir haben einen neuen Panzer. Cool. Das ist cool, Freunde. So, konnte sich eine Bergbaueinheit aneignen. Wenn sie die Bergbaueinheit zu ihrem Kapitol bringen können, kann die Einheit ihrer Bauwarteschlange hinzugefügt werden. Sollten sie die Einheit verlieren, können sie keine weiteren Herrscher. Oha. Das ist aber gemein. Ist das da unser Kapitol? Ne, das ist das Geheimtreffen. Was? Uiuiui. Da laufen schon Roboter rum. Oh Gott. Ah. Ach du Heilige. Ja, vorsichtig hier. Wir müssen uns hier durchschleichen, Freunde. Durch diese Bogenlampen. Ah, gut. So, dann gucken wir mal, ob wir hier die Leute treffen können. Zu dem Geheimtreffen. Das ist cool, gerade auch dieser Star Wars-Mensch hier. Das finde ich richtig cool gemacht. So, schön auf dem Weg bleiben. Ihr habt nichts gesehen, ja? Hier gibt's nichts zu sehen, Kollegen. Nein, 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 hier gibt's nichts zu sehen. Nein, 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 vergesst es. Vergiss es, dann mach's kaputt. Komm. Genau. Laserkanone hier. Piu, piu. So. Der heilt sich zum Glück. So, und weg damit. Perfekt, Freunde. Ich hätte jetzt gedacht, der schlägt mit seinem Schwert zu. Mit seinem Laser, mit seinem, Lichtschwert, aber gut. Dem ist halt nicht so. Alles klar, Freunde. Wir haben den Panzer und, ihn hier gesichert. Kan Sun-do, und wir sind hier bereit für die Besprechung. Rebellen. Xinhua, da bist du. So. Alles klar, sagt ihr jetzt mal was hier? Ich gehe davon aus, dass Sie die letzten Kommuniqués mitgehört haben, Xinhua. Die Korporatisten fallen wegen dieses Steinbrockens übereinander her. So ist es, Okan. Bald schon wird sich die Dynastie ihrer großen Familie erheben und sich zurückholen, was ihnen rechtmäßig zusteht. Glauben Sie das wirklich, Xinhua? Wir haben immer noch einen langen Weg vor uns. Alles, was ich habe, sind ein paar treue Freiheitskämpfer, die sich in aufgegebenen Minenschächten und Barackensiedlungen verbergen. Das ist kaum die Armee, mit der man an die Macht gelangt. Das mag stimmen, allerdings nur für den Augenblick. Heraus mit der Sprache, Xinhua. Welchen Plan haben Sie diesmal ausgebrütet? Ein Kollege versicherte mir, großer Khan, dass sich die Einwohner von Huo Xingcheng unserer Herrschaft beugen würden, wenn es uns gelänge, einige unserer Männer in ihre Mauern zu schleusen. Wirklich? Und warum sollten Sie das tun? Ist Ihnen das Joch der Sklaverei durch die Korporatisten endlich zu schwer geworden? Zum Teil, Okan. Aber Sie sind außerdem verzweifelt. Es sieht so aus, als hätten die Korporatisten eine neue Waffe. Sie spielen wohl auf die Zerstörung der Flotte und der Satelliten der VFR letzte Woche an, oder? Sagen Sie mir, Xinhua, da Sie die Informationen doch zweifellos bereits haben. Was ist das für eine neue Waffe der Korporatisten? Ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten schmeichelt mir, Okan.
Diese neue Waffe ist ein riesiger Schlachtkreuzer. Ein gigantisches Schiff mit einer ungeheuren Feuerkraft. Es heißt, dass es sogar auf die Oberfläche eines Planeten herunterfeuern kann. Das ist doch nicht möglich. Aber jetzt verstehe ich, warum die Korporatisten-Drohnen so verängstigt sind. Wenn dieses Schiff wirklich so ist, wie sie es beschrieben haben, wer oder was sollte ihm dann noch widerstehen können? Nichts und niemand, wie es scheint. Aber denken Sie an das Potenzial dieser großartigen Waffe, Okan. Wenn es uns gelänge, uns eine gute Operationsbasis zu sichern, dann könnte ich zusammen mit meinen Agenten herausfinden, wo dieses Schiff liegt. Und dann könnten wir Pläne ausarbeiten, es für unsere Zwecke zu stehlen. Wir sollten mit meinem Kontaktmann sprechen. Er erwartet uns hier ganz in der Nähe. Wenn Sie gehört haben, was er zu sagen hat, können Sie Ihre Entscheidung treffen. Was ist jetzt los? Dann machen wir so. Denn wenn diese Kolonisten tatsächlich wählen sind... Was? Das ist ein Hinterhalt. Hallo? lass uns doch mal in Ruhe hier. Hey. Nächster, alle helfen bitte. Puh, ey. Was? Das sind... Sie haben wieder einmal gesiegt. Puh. Diese erbärmlichen Angriffe werden langsam langweilig, sehen wir. Also gut, bringen Sie uns zu Ihrem Kontaktmann, damit ich mit ihm sprechen kann. Die sind cool, die Typen. Ich mag die. Bringen Sie Garn, Sundor und Xinhua zum Treffpunkt mit dem Doppelagenten. Okay, Freunde. Was habe ich gerade eben? Genau, schaut euch das an. Wir haben Zeus 2. Die konnte ich selbst in dem Originalspiel niemals bauen, diese Einheiten. Ach, krass, okay. Zu diesem Doppelagenten. Wo ist er denn? Und ja, Freunde, ein riesiger Schlachtkreuzer irgendwo, der auch auf dem Planeten feuern kann. Oh Mann. Das kann ja heiter werden. Da ist er. VFAR. Los geht's. Da bist du. Hades. Okay. Seid gegrüßt. Yeah. Ich bin Xu Shupu. Und Sie sind hier, um das Geschäft mit der Stadt Huo Xingcheng abzuschließen, ja? Der hört sich geil an. Xinhua. Was hat das zu bedeuten? Ich dachte, Sie hätten gesagt, dass uns dieses Ding in die Stadt schmuggeln würde. Die Bürger willens seien, sich gegen die Korporatisten zu erheben. Was soll dieses Gerede um den Abschluss eines Geschäfts? Geduld, Okan. Erlauben Sie mir, unseren mechanischen Freund auszubezahlen. Er wird uns dann zweifellos erklären, wie wir die Stadtmauern überwinden können. Die Pläne haben sich ein bisschen geändert, Xinhua. Die Korporatisten haben eine Angriffseinheit zu dem Bereich geschickt, in dem sich das von mir arrangierte Transportmittel befindet. Sie müssen diesen Angriff abwehren und das Transportschiff retten, oder die Stadt wird in den Händen der Korporatisten verbleiben. Unerträglich! Müssen wir jetzt diese lästige Aufgabe durchführen, nur damit Ihr Plan Früchte trägt? Ich überlege ernsthaft, Ihren Dienstvertrag zu kündigen, Xinhua. Ein Fehler, den Sie bereuen würden. Das Netz von Spionen und Agenten, das ich im Lauf der Jahre aufgebaut habe, würde Ihnen das Leben sehr schwer machen, wenn die Kenntnis über Ihren Aufenthaltsort in die falschen Hände gelangen würde. Lassen Sie uns diese kleine Aufgabe bitte erledigen. Zweifellos wird Ihre Ankunft in Huo Xingcheng dadurch noch willkommener. Sie werden übermütig, Xinhua. Überschätzen Sie sich nicht. Aber diesen Punkt werden wir später klären. Wenn wir dieser Siedlung helfen wollen, müssen wir schnell handeln. Wo liegt sie eigentlich? Ganz in der Nähe, Khan. Die Truppen der Korporatisten sind noch nicht angekommen, werden aber sehr bald da sein. Ich zeige Ihnen, wo. Yeah. Der Roboter hört sich richtig krass an, Freunde. Der hört sich richtig cool an. Okay, dann alle Mann dem Roboter nach. Ah! Ui, was ist das denn? Ach du Heilige, was ist das denn? Was ist das denn hier? Okay, alles klar hier. Ihr baut da bitte Steine ab. So. Was, wo kommt die denn jetzt da oben wieder her hier? Oh, hier ist wieder Neu-Russland, was? Warum Neu-Russland? Aber gut. Kannst du ein Dorf? Geh mal zurück. So.
Was ist das denn da schon wieder? Bereitschaftspolizei, jetzt haben wir die gegen uns. Ja, klar, Panzer. Boah, was ist denn hier los? Hier haben wir doch nicht mal irgendwie Ruhe oder so. Doch jetzt, oder was? Na Gott sei Dank. Okay. Ausgezeichnet. Wir können jetzt nach Huoxingcheng fliegen und uns mit den Stadtoberen treffen. Oh. Wir als willens sind, das großzügige Angebot zu akzeptieren, das ich Ihnen unterbreitet habe. Selbstverständlich mit Ihrer Genehmigung. Okan. Ich hoffe für Sie, dass es das wert ist, Xinhua. Mir gefällt es nicht, dass Sie Ihre Hände so bereitwillig in die Schatztruhen stecken, um die wir so hart gekämpft haben. Alles klar, Freunde. Gut, allerdings ist die Folge schon voll. Das ist richtig krass. Bringen Sie Kan Sun Do, Sie nur und deren Gefolgsleute in den Transporter und fliegen Sie sie zum Huoxingcheng Kapitolgebäude. Alles klar. Allerdings, liebe Freunde, in Betracht dessen, dass hier tatsächlich die Folge voll ist, würde ich einfach mal sagen, joho. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen prima zu quatschen oder so, in der Link-Videobeschreibung ist ein Discord-Server. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.